Die bedeutsamste und unfassbarste Kiezgeschichte der letzten Wochen und nun auch mit Auswirkungen auf die weitere politische Landschaft Hamburgs. Doch die Reihe nach. Zuerst zu der Straftat. Am frühen Sonntagmorgen war laut Polizeisprecher Daniel Ritterskamp ein 21-Jähriger aus einer Gruppe mutmaßlich arabisch sprechender Männer heraus in der Talstraße attackiert und beraubt worden. Ein weiterer 31-jähriger Mann versuchte, dem Opfer des Raubes zu helfen. Daraufhin sei der Mann aus der Gruppe heraus mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden, sagte Ritterskamp weiter. Dann sind die Täter mit ihrer Beute, ein Smartphone, in unbekannte Richtung geflüchtet. Aufnahmen gab es aber von den Männern. Jetzt zu den Ermittlungen. Am 28. September 2022, also 137 Tage nach dem Vorfall, braucht die Polizei Hilfe, um den Fall zu lösen. Also die Polizei regt eine Öffentlichkeitsfahndung gegenüber der Staatsanwaltschaft an. Bis zum 27. Oktober, also 165 Tage nach dem Vorfall, hat man noch auf die Ergebnisse einer noch ausstehenden kriminaltechnischen Untersuchung gewartet. Danach kann es aber mit der Öffentlichkeitsfahndung losgehen. Jetzt kommt aber der Hammer. Für die nächsten 433 Tage passierte bei der Staatsanwaltschaft nichts. Oder wie es aus der Antwort auf eine kleine Anfrage des Bürgerschaftsabgeordneten Dennis Gladiator, CDU, hieß. Anschließend wurden in diesem Ermittlungsverfahren bis zur Stellung des Antrags auf Anordnung einer Öffentlichkeitsfahndung keine weiteren Maßnahmen veranlasst. Um die Verzögerung der Staatsanwaltschaft zu verschlimmern, im Verlauf dieser 433 Tage nimmt die Polizei keinen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft auf, um nachzuhaken, was mit dem Antrag passiert ist. Am 3. Januar 2024, also 598 Tage nach dem Vorfall, beantragt die Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeitsfahndung. Am 11. Januar 2024, also 606 Tage nach dem Vorfall, erlässt das zuständige Gericht einen entsprechenden Beschluss. Und 12 Tage später werden zahlreiche Fotos, die vier Männer aus verschiedenen Perspektiven zeigen, im Rahmen einer Pressemitteilung der Polizei veröffentlicht. Bislang ist die Öffentlichkeitsfahndung nicht zurückgenommen worden, ist also noch aktiv. Das war der Stand gestern, aber wer meinen Kanal Reeperbahn TV kennt, der über das Damals und Heute von Hamburgs Rotlicht- und Vergnügungsviertel berichtet, weiß, dass ich hier im Studio meist noch ein paar zusätzliche Informationen zum Thema des Videos habe, so auch in diesem Video. Wenn du dich also für die Reeperbahn interessierst, klicke bitte auf den Like-Knopf oder überleg dir, ob du ihn abonnieren möchtest. So unglaublich es klingt, hat die Polizei gestern Abend die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen, obwohl trotz Rückfrage von Reeperbahn TV bei der Staatsanwaltschaft heute Morgen könnte diese aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Auskünfte geben, sodass wir wahrscheinlich in einem späteren Video wieder zu diesem Video zurückkommen müssen. Das war's für dieses Video, aber vielen Dank zu all diejenigen, die den Kanal unterstützt haben und abonniert haben. Hau rein!